Female 1815 fährt zurück. Mit hoffentlich viel Fisch in der Tasche. Ja, wird sich zeigen. Es wäre echt cool, wenn man hier noch einen zweiten Fischer dazu setzen könnte. Wenn man das irgendwie upgraden könnte. Dass da zwei rausfahren kann man. Jetzt läuft sie nämlich weg und ist dann im Grunde ja nicht vor Ort, um zu fischen. Deswegen brauchen wir natürlich hier noch jemanden, der fischt. Der ist auch gerade dabei. Der gute Mail 1377. Und fährt auch wieder zurück. Aber es ist eben sehr, sehr wenig Fisch, was hier geangelt wird. Fünf immer jeweils, glaube ich, eine Zahl. Ja. Und deswegen wird wahrscheinlich weniger geangelt, als verkauft werden kann. Oder andersrum. Es könnte mehr verkauft werden, als geangelt wird. Und das macht die Sache natürlich nicht einfach. Und deswegen kommt wahrscheinlich auch die Zahl zustande hier oben. 28 Dorfbewohner fehlt es an Nahrung und 66 an Luxus. Alter, wir sind verwöhnt, die Schweine. Ja, Wein ist auch wieder Mangelware. Mann, das ist echt schlecht. Ich würde gerne selber Wein anbauen, ist aber momentan nach meinem jetzigen Stand des Wissens nicht möglich. Würde ich mal sagen. Also auch nicht als Freischaltmöglichkeit, glaube ich. Das kommt hoffentlich noch. Weil es wäre perfekt. Wir haben ja hier die perfekte Landschaft dafür, um Wein anzubauen. Insofern wäre das eine richtig coole Option. Ja. Das wäre sie. Nun ja. Ja, hallo und willkommen zurück hier bei Foundation, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte. So. Ja, ich warte mal noch auf die Projekte, die hoffentlich bald fertiggestellt sind, um dann auf die Zahlen zu schauen, die sich hoffentlich positiv verändern werden, wie auch eben das hier oben. Die ganzen roten Zahlen, die sind echt nicht schön. Die sind wirklich nicht schön und die müssen verschwinden, aber das wird eine Mammutaufgabe momentan noch. Ja, Luxus. Die Leute wollen hauptsächlich Luxus, aber ich kann es nicht ändern momentan. Ich kann ihnen keinen Luxus bieten. Klamotten. Ja, ich glaube, daran sollte es nicht liegen. Hapern. Ich glaube, das ist auch gar nicht gewünscht momentan. Nö, da geht's einigermaßen. Aber eben, ich... Nahrung. Das bin ich... ihnen schuldig. Aber ich weiß nicht, warum das... so ist, wie es ist. Ist das ein Händler? Nee, das ist ein Sammler. Okay. Ja. Und ich hatte ja noch die Idee, eine neue Kirche zu bauen. Um dann diesbezüglich ein bisschen zu expandieren. Weil hier oben ist nichts mehr möglich. Ganz ehrlich, das ist da mangelt es an Platz. Ich könnte theoretisch... Da kann ich nochmal gucken, gerade, ob ich da irgendwas anbauen kann. Hauptgebäude, aber das ist wieder aus, so wie das jetzige. Das ist albern. Nein! Was habe ich denn da gemacht? Kann ich hier hinten noch an? Nee, das kann ich da. Das kann ich, glaube ich, nur. Nee, hier geht nicht, logischerweise. Zeitlich könnte ich anbauen, aber ganz ehrlich, das würde ich auch hier drüben machen wollen, aber das. Nee, das ist einfach. Das ist, vom Platz her ist das echt ein bisschen bäh. Nö, würde ich nicht machen wollen. Das ist, wenn dann hier hinten hinbauen oder was, oder keine Ahnung, wie weit sind wir denn eigentlich mit unseren Ländereien hier, mit unseren einzelnen verfügbaren Stückchen? Ja, wie gesagt, hier hinten könnte ich bauen. Ja, hier nicht. Hier drüben macht nicht wirklich viel Sinn, weil hier ist auch nicht so viel Platz. Haben wir denn eigentlich die Möglichkeit, warte mal, haben wir denn die Möglichkeit, irgendwas kostenlos? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja. Erliefere 5 Brote. Ach du Scheiße, das müssen wir auch noch machen. In 9 Tagen. Warte mal. Das ist eben, gerade nicht möglich, weil wir gar nichts im Lager haben. Wir brauchen immer, um es nochmal zu erwähnen,
um die Herausforderung hier abzuschließen, brauchen wir mal dementsprechend diese Dinge, die wir liefern sollen, im Lager und nicht im allgemeinen Inventar. Dann haben wir 12 Brote, aber wir können sie eben hier nicht freigeben, weil wir die Dinger im Lager brauchen. Das ist ein bisschen scheiße. Ja. Und da momentan anscheinend mehr Brot verkauft wird, als eingelagert, wird, sieht da ein bisschen schlecht aus. Wir kaufen zwar Brot an, warum auch immer, eigentlich bräuchten wir das gar nicht. Jetzt bräuchten wir aber ein bisschen Brot. Könnte ich nicht versuchen? Warte mal. Wie viel kaufe ich denn an? Ich meine, ich habe kaum noch Zeit, aber ich kaufe mal 15 Brot an. Wenn ich es noch hinkriegen könnte. Was verkauft er hier? Verkauft er hier? Kein Brot. Okay. Ich müsste mal ein Lager, einen Händler abfassen. Gebäude frei. Ja, Mann, die Bäckerei ist fertig. Ja, sehr gut. Aber ich bräuchte jetzt theoretisch mal einen Händler, der Brot verkauft. Oder wir haben... Der läuft weg. Ja, Bäckerei. Ich habe aber, habe ich überhaupt jemanden? Ja, Mann. Hat ja wunderbar funktioniert. Das schaffen die aber jetzt hier in 7 Tagen nicht mehr. Das könnte zum Problem werden. Ich glaube, das kostet mich was, oder? Bei, ja, -5. Eieiei, kann ich das nicht pausieren? Och Mann, das ist doch scheiße. Ja. Ist das einzige Lager, in dem wir Brot eintüten, oder? Ja, ich glaube ja. Eieiei. Das schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Oder? Sie läuft fischen, okay. Oi. Oh la la. Ich würde es gern schaffen. Was dann? Dann müsste hier oben dann theoretisch nur noch +12 stehen, wenn das jetzt hier schief gehen sollte. Oh Mann. Was liefert sie? Sie liefert kein Brot ins Lager. Nee. Mm-mm. Schade. Echt schade. Ja, da hätten wir mal vorher drauf achten müssen. Aber was heißt vorher? Die, Herausforderungen, die ploppen immer ein, dann kann man sich, muss man sich dann genau dann entscheiden, wenn sie eben aufgerufen werden. Und das ist, was liefert er? Bitte Brot? Nee. Aber er liefert Mehl oder irgendwas an die Bäckerei. Der hat hier Brot vor Ort. Könnte was einlagern. Also clever ist das System hier nicht. Da kommt ein Händler. Ja, er verkauft Brot. Ja Mann. Verkauf uns Brot. Bitte. Dann kann ich hier drauf klicken, dann funktioniert das doch. Oh, das wäre so schön. Was? Nein. Warum nicht? Warte. Komm zurück. Oh Mann. Wo ist denn das hin? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Oh no. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe... Nein, echt jetzt? Der Haken hat gefehlt? Ist... Och nö, ich muss... Oh, warte mal. Da muss ich mal drüben was gucken. Ne, hier ist überall ein Haken dran. Bei den, Dingen, die da eingelagert werden sollen. Oh, ja. Oh, Mann. Dieser scheiß Haken hat gefehlt. Jetzt scheitere ich hier mit meiner Herausforderung. Alter, das ist doch nicht wahr. Oder? Ein Träger liefert uns das Brot hier ins Lager. Alter, das ist echt mies, oder?
Na gut, da war ich selbst schuld wahrscheinlich, wenn es denn so ist. Und der Haken gefehlt hat. Ach du Scheiße. Ist kein Händler unterwegs zu uns mit Brot, oder? Ah, der kam. Achso, der kam von rechts hier. Oder der ist hier rechts weitergelaufen. Das ist, da hinten läuft er. Mann. Das ärgert mich ein bisschen, wenn das daran gelegen haben sollte. Ja, ja. Kann eigentlich nur. Toll. Verkackt. Aber was soll's. Ist nicht zu ändern. Ja. Gut, ich guck mal. Habe ich nicht irgendwas? Ach, hier war was im Bau. Aber das schleppt sich auch ein bisschen. Ja. Achtmal Werkzeug. Das ist auch... okay. So. Achtmal Werkzeug brauchen wir. Haben wir nicht. Wo haben wir denn das? Ich ärgere mich immer noch. So, da wird kein Werkzeug angekauft. Ich, warte mal. Da, 13. Wir haben mal 13 mal. Haben wir mal keinen Träger wahrscheinlich, der das irgendwo hinliefert. So. Da kommt ein Händler. Bitte Brot. Nö, kein Brot. Nee. Kommt hier ein Händler von da? Wahrscheinlich nicht. Nö. Nee. Das geht nach hinten los. Die Herausforderung wird nicht erfüllt werden. Können. Sollen. Sein. Naja. Gut, ich stehe gerade ein bisschen fest. Beziehungsweise stehe still, was meine Projekte angeht hier. Ja. Sie liefert. Was liefert sie? Liefert sie Brot? Bitte liefere Brot. Bitte liefere Brot. Nee, die liefert. Wett? Ja! Ach, das ist geil. Ja, danke, Madame. Du hast mich gerettet. Ja, schön. Oh, okay. Können wir uns jetzt hier was kaufen von? Nö. Okay. Schalte Kirche frei. Kloster. Okay, siehst du, das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Also meine jetzt existierende Kirche kann ich also nicht pimpen zu einem, sagen wir mal, Kloster oder irgendwas. Das ist alles noch in Bau. Quatsch, in Planung. So, ist richtig. Boah, okay, ich bin ein bisschen etwas happy jetzt, dass das funktioniert hat. Ich meine, das wäre jetzt nicht tragisch gewesen, aber ganz ehrlich, ich möchte ein bisschen weiterkommen. Zwecks Erweiterungsmöglichkeiten und so weiter. Und das geht eben leider nur über diese Sachen hier oben, über diese Menüs hier oben. Ja. Das ist nur darüber möglich. Ja. So. Ich hoffe, dass das ja endlich mal. Scheiße hier. Okay, der kloppt weiter. Was kloppt er denn? Mal gucken. Naja, es geht voran. Es geht voran. Habe ich eigentlich, ich muss gerade mal gucken, an meiner Dorfbewohnerliste, 2 freie Arbeiter? Ja, habe ich. Da muss ich mal gerade mal gucken, ob hier irgendwo noch 3 von 5 Steinhauern. Ja, dann mache ich mal einen dazu. Und dann, 2 Träger. Träger sind auch extrem wichtig. Ich klicke mal die Lager durch, ob ich da genug habe. Nee, hier fehlt einer. So, das ist der letzte freie Dorfbewohner gewesen, glaube ich. Ja. Hier, ach, hier fehlt auch noch einer. Hm. Ja. So, und die Bäckerei hier oben produziert anscheinend auch fleißig Brot. Ja, wunderschön. Und 23 immer noch. Die anderen Zahlen, die sinken so ein bisschen. Nee, denkste. Da, das mit dem Prunk. Quatsch, mit dem Luxus. Da ist immer noch ein leidiges Problem. Ein fortlaufendes Problem. Jo. Honig. Ich habe keinen Händler, der Honig liefert. Das ist das Problem. Ich würde gerne. Kann aber nicht. Also Kräuter, warte mal. Habe ich jetzt Kräuter? Nee, das ist das falsche Lager. Wo war das? Hier hinten. Nee, habe ich nicht.
keiner, der Kräuter liefert? Ich, warte mal, ich muss gerade nochmal ins Handelsmenü schauen. Wo sind denn jetzt die Kräuter hier? Hallo? Nanü? Da. Nee, Eisenerz. Ah, hier. 40. Okay, wir kaufen 40 an, aber... merkwürdig. Es existiert wahrscheinlich kein Händler, der Kräuter liefert. Möchte kaufen. Ich brauche aber jemanden, der verkauft. Ja, komisch. Dann könnte ich nämlich hier unten... Warte mal kurz. Ich gehe nochmal auf den Händler. Honig hat er nicht. Nee, verkauft er auch nicht. Okay. Ja, schade. Das ist schade. Ja, das ist das, was ein bisschen schleift hier gerade. Ich würde gerne meine Bewohner glücklich machen. Indem ich ihm das verkaufe, oder ihnen das verkaufe, was ich einkaufe. Das klingt komisch, aber es ist so. Es geht nicht. Es geht nicht. Hier ist ein Marktarbeiter, hier ist ein Marktarbeiter. Hier fehlt ein Marktarbeiter, aber wir haben eh nichts zum Verkaufen, deswegen ist das erstmal nicht so tragisch. Ja, Klamotten haben wir auch ordentlich zu verkaufen. Hier unten entsteht immer noch unsere Fischerhütte, die nicht fertig wird. Wir brauchen hier ein Holz, ja. Hab ja hier unten die Holzhütte weggerissen. Oh ne, warte mal, ich hab doch hier noch eine Holzfäller... Putze, oder? Nee, stimmt nicht. Ich habe ja hier alles freigeräumt für Wohngebäude. Okay, gut. Vielleicht setze ich in einer Holzfällerhütte hin. Denn der Weg hier rüber geht wohl nicht. Es geht nur außen rum. Treppe wäre cool, aber es ist anscheinend nicht möglich, dass sie hier über die Felsen laufen. Okay, dann überlege ich mir das noch. Vielleicht zum Anfang der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten.